Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zu... Heute teste ich von Lavazza Cappuccino in der Dose. Also, bleibt dran. Cappuccino Torino Italia 1895 Traditionsmarke Lavazza, ist klar, der Kaffee ist wunderbar. Ich habe schon getestet hier, wie heißt das Zeug? Doppel Espresso war super, muss ich wirklich so sagen, war super. Und Cappuccino bin ich auch gespannt drauf. Ich habe bisher nur die zwei Sorten gefunden, die habe ich jetzt durchgetestet mit dem. Und mal gucken, wenn es da noch mehr gibt, teste ich sie irgendwann auch mal durch, wenn ich sie per Zufall in die Finger kriege. Noble Italian Taste, ja. Also, Italian Taste kann ich nur zustimmen beim Kaffee, weil ich den Kaffee schon viele Jahre kenne und schätze. Das Lavazza ist mit einer der besten Kaffeesorten, die es gibt auf der Welt. Kaffeeröster eigentlich. Naja. Das Teil hier hat pro 250 Milliliter, also pro Dose, hat das 157 Kilokalorien. Ist schon ordentlich, Klopper. Das Design ist extravagant und cool. Und golden, ja, das hätte allein schon 5 Sterne verdient. Aber das Auge trinkt mit, wie ich sage. Deswegen ist der Becher am Start. Und beeilen wir uns. Ich muss noch eine weite Strecke fahren. Das klingt, ja, für einen Kaffee, also bisher der beste. Also vom Klang her nach Dose beste Kaffee. Und es riecht auch nach Lavazza. Also wenn ich könnte den blind rausriechen, dass das ein Lavazza ist. Wirklich. Ich würde sagen, Leute, schenken wir ein. Milliliter passen da nämlich komplett rein. Ganz sogar. Ja. Das sind hier diese 400 Milliliter Becher. Ich finde die großen Becher irgendwie besser, obwohl mir da einer mal shiften gegangen ist. Also es ist wie zu erwarten keine Bubbles, außer ein bisschen oben drauf. Aber dieses goldene Design, das hat schon was. Und diese kräftige, schön gelbe Farbe. Verdient auf jeden Fall schon mal dafür fürs Design 5 Sternchen. So, machen wir einen schnellen Test, ja. Wirklich super gut. Ich habe es im Rewe gefunden, Preis-Leistungs-Verhältnis lasse ich absichtlich weg, weil jeder findet es neuerdings irgendwo billiger und dann heißt es, nee, das hat so viel gekostet, das hat so viel gekostet. Oder warum kaufst du das so teuer? Oder, ja, da habe ich keine Lust mehr drauf, Leute, ganz ehrlich. Dass ich mit so Nachrichten dann zugespammt werde. Deswegen, kauft euch das. Schreibt mir in die Kommentare rein, wie ihr es findet. Ihr dürft natürlich auch reinschreiben, wie viel es bei euch gekostet hat. Wenn das jemand interessiert und die Kommentare liest und dann weiß er, ah, okay, da gibt es billiger. Ja. Ich kaufe es halt immer da, wo ich es gerade finde. Das ist nicht immer die beste Wahl, ich weiß. Aber am Ende lasse ich es stehen, weil ich sage, oh, das ist zu teuer. Ich finde es sicher irgendwo und dann finde ich es gar nicht. Dann tut es mir weh, dass ich es halt in dem Moment nicht getestet habe. Gut. Also schmeckt wirklich so, wie ich mir ein Cappuccino wünsche und vorstelle. Ganz ausgezeichnet. Diese Becher im Übrigen, die wasche ich zu Hause. Die werden bei mir wiederverwendet, bis sie wirklich trüb sind. So lange werden die bei mir wiederverwendet und dann fliegen sie nicht in den Müll, sondern in den gelben Sack. Natürlich auch ausgewaschen, ist klar. Genau wie dieses Ding hier wird auch in den gelben Sack wandern, weil pfandfrei. Jo, das war's wieder für heute. Einen kleinen Snack, wenn nicht verkehrt. Abonniert meinen Channel. Macht mir Vorschläge, was ihr noch sehen wollt von mir.
oder was für Themen ihr angesprochen haben wollt. Ich rede ja über alles so ziemlich. Schaut auf meinen Social Medias vorbei, auch bei Twitch neuerdings. Ja, und da gibt es nur noch zu sagen, allzeit gute Fahrt, Jungs und Mädels.